Ihr habt nicht zufällig den Wetzstein gefunden? Wir haben keinen Wetzstein gefunden. Dieser Dolch gehört dem Häscher, der ihn genommen hat. Das meiste von den guten Sachen war weg. Oh, naja, nehmt das hier. Im Tausch gegen den Dolch. Der Dolch, den ihr mir gebracht habt, ist recht interessant. Er ist schlicht, aber tadellos gearbeitet. Wo im Tempel habt ihr ihn gefunden? In einem Häscher. Oh. Er meinte, er gehöre zu einem größeren Clan. Vielleicht haben die den Wetzstein. Gut möglich. Seine Machart kommt mir bekannt vor. Sehr schön. Zum Geschäft. Und was hättest du denn? Was fehlt noch? Oh, vergessen wir dich nicht. Meinetwegen musst du noch nicht gehen. Pass auf, wo du hingehst.
Hier ist niemand Nettes mehr, seit alle Menschen fort sind. Also, ich verallgemeinere ungern, aber die meisten wollen einen umbringen. Klar. Noch eine Geschichte? Eine noch. Es war einmal ein Frosch. Sein Teich trocknete aus, also suchten der Frosch und sein Sohn ein neues Zuhause. Sie fanden einen Brunnen. Der Sohn sah das Wasser und wollte hineinspringen, doch der Vater hielt ihn auf. Er sah, dass der Brunnen tief war und sie nicht wieder hinauskommen würden, wenn das Wasser erneut versiegen würde. Klugerweise zogen sie weiter. Das war's? Ja. Das ist keine Geschichte. Wäre der Sohn reingesprungen, wäre es eine Geschichte. Dann säße er fest und würde verhungern und der Vater könnte nichts tun. Siehst du, das ist eine Geschichte. Noch eine Geschichte? Na schön. Es war einmal ein junger Mann, der wegen Diebstahls zum Tode verurteilt wurde. Seine Mutter besuchte ihn im Gefängnis. Sie war eine gütige Frau und sehr liebevoll. Doch ihr Sohn, der Dieb, war aufbrausend und biss ihr ein Ohr ab. Was? Warum? Denn der Junge war schon immer ein Dieb gewesen.
Und seine Mutter hatte ihn nur Liebe gelehrt und keine Konsequenzen. Hätte er stattdessen Disziplin gelernt, hätte er vielleicht länger gelebt. Schon, aber ihr Ohr, das geht doch nicht. Ich glaube, das ist die letzte. Die auch, oder? Na schön. Quake hier. Ihr, ich muss mit euch sprechen. Noch ein Geist, der etwas von uns will. Wie überraschend. Was ist los? Ich kam mit einer Gruppe Händler an diesen See. Wir suchten Schutz vor der Verwüstung. Doch konnten wir wissen, dass es am See der Neuen noch schlimmer war? Wir können deine Fehler nicht ungeschehen machen. Das weiß ich. Aber ich fürchte um Kapitän und Mannschaft. Ich glaube, sie sind noch unter Wasser. Sucht ihr sie für mich? Gibt es etwas, das du uns im Gegenzug anbieten kannst? Ich kann nur wenig bieten. Oh, na, ich weiß nicht. Wartet! Bei meinem Tod trug ich ein wertvolles Erbstück. Es gehört euch, wenn ihr meine Leute findet. Gut. Danke. Du lernst dazu. Warum haben du und Rosa nie von der Verwüstung erzählt? Ich spreche nicht für deine Mutter. Aber sie war nie meine Sorge. Und deine auch nicht. Ist es nicht unsere Sorge, wenn alles um uns herum stirbt? Unsere einzige Sorge ist, Jotunheim zu erreichen. Ach ja? Wieso erkunden wir dann all diese Inseln? Ressourcen, die wir finden, verbessern unsere Ausrüstung. Wenn wir vom Weg abweichen, dann nur, um uns auf die bevorstehende Reise vorzubereiten. Gut, wenn das bedeutet, dass wir uns weiter umsehen und anderen helfen... Noch eine Geschichte? Na schön. Es gab einst eine Krebsmutter, die ihren Sohn zurechtwies. Sie wollte, dass er vorwärts läuft, voller Stolz. Nicht seitwärts, wie seine Art war. Aber sie ist auch ein Krebs. Er müsste sagen, ja, ich gehe vorwärts, wenn du mir vormachst, wie. Ja, das hat er gesagt.
Das war die Geschichte. Verstehe. Können wir anlegen. Hä? Das Wasser ist gesunken. Als die Schlange aufgetaucht ist. Klar, das wusste ich. Ich weiß, sie ist sehr mächtig. Aber glaubst du, sie kann einen Kopf zum Leben erwecken? Ich glaube, sie versteht ihr Handwerk. Und wir haben nichts zu verlieren. Wenn sie den Kopf nicht erwecken kann, können wir ihn dann behalten? Nein. Aber du kannst ihn an die Fische verfüttern. Klingt gut.